Sarah, James und Thomas. Zumindest der Namensgeber des Spiels ist wieder dabei. Die anderen beiden Helden kennen wir noch nicht so lange. Aber sie haben verrückte Fähigkeiten, denn Sarah kann den Double Jump. Wow. Der ihr aber hier gar nicht viel bringt. Nee, ich glaube. Da muss. James muss erst mal haben. Zack. Boah, und nu? Boah, ja. Jetzt wird's langsam tricky. Mhm. Aber wir sind ja auch schon im Level 6-4. Wisely for a lesser offered Sarah their help. So long as she then helped them save their friends. Sarah hilft natürlich gerne. Would quite like a go on the wisdom fountain. That was okay. Sarah marveled at his foolishness, but accepted his help. Shit. Oh. Achso, man muss tatsächlich durchkommen. Oh. Das ist überhaupt nichts für mich. Das ist gemein. Achso, man kann auch einfach zweimal nach oben springen. Man muss gar nicht Leertaste drücken. Man merkt, dass es jetzt viel besser geht. Was nochmal was? Nix, nix. Schnauze. Muss man da doch die Lücken durch oder kommt man so auf den rauf? Ja, fast. Und. Ah, Glitch. Nein. Ah. Ah. Jetzt. No. Oh. Shit, es geht dann auch wirklich erbarmungslos wieder nach unten. Da haben sie halt mich so gefreut drauf zu spielen. Ja, oh, der fährt da immer noch mal so eine Runde, ne? Mhm. Vielleicht muss man sich tendenziell eher ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber man hat ja nicht viel Zeit, man hat ja nur die Durchquerungszeit. Ja, aber du kannst teilweise bist der wieder. Achso, nee, der nee, nicht. Nee, der eben nicht. Ich dachte auch so, dieses von wegen Anna, ja. Dass der wieder rauskommt. Springst du halt hoch in der Zeit. Kein Ding. Ist aber nicht. Ist überhaupt nicht. Überhaupt nicht einfach. So, also Moment. Spielt von euch eigentlich noch irgendjemand Doodle Jump? Gibt's das noch? Also laut Viva-Werbung ist das the shit. Ja, die müssen es wissen. Spielt das noch jemand? Ich habe das noch nie gespielt. Ich habe es nur 2 Minuten gespielt und fand's doof. Aber ich verstehe diese Neigespiele auch nicht so recht. Wie ist das Ridiculous Fishing? Das haben sie ja vor ein paar Monaten so über den grünen Klee gelobt. Was ist denn daran Neigespiel? Naja, du spielst es im Prinzip damit, dass du dein Smartphone nach links und rechts neigst, wie bei Doodle Jump eben auch. Ach so, ich dachte, das würde über... Neigesensor. Oh. Bei Ridiculous Fishing, ich meine, das ist schon nett, aber das spielt man... Ja, komm raus! Und danach... Moment, also da geht er ja sehr schnell rüber. Hat man auch gesehen, oder nicht? Behält er denn die Geschwindigkeiten bei? Ja, eigentlich schon, ja. Oh, dieser zweite Sprung. Problem ist, wenn du den zweiten Sprung zu früh machst, dann ist der sofort weg, der Schwung. Also Sarah mag ich nicht. Ja.
Die ist ein bisschen doof. Ich glaube nicht, dass man in die Lücke reinkommen muss. Nee, das glaube ich auch nicht. Oh. Vor allen Dingen, hey, wie soll denn das gehen? So zum Beispiel. Oh, dann ist der zweite Sprung nicht da. Komm schon. Jetzt. Oh, Gott sei Dank. Save Point wäre cool, gell? Naja, gut, ist ja nicht so schlimm. Wenn der jetzt wieder aufgeht. Wehe. Och. Wie genau muss ich jetzt da springen? Oder, also ich fange mal langsamer an. Ist vielleicht gar nicht so... Ja. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Mhm. Denn das ist das Ding, was wir in dieser Folge brauchen werden. Kann ich dann heimgehen in der Zwischenzeit? Kannst du was essen so? Nee. Hast du vorher angeboten, du wolltest ja nichts. Ich habe Weintrauben gekauft, aber die liegen im anderen Zimmer. Wie ungünstig. Ich habe mir so ein Brain Freeze Dings gekauft und dann habe ich leider das halbe im Auto stehen lassen. Was ist denn ein Brain Freeze Dings? Ja, sowas, was aus so gequältem Eis besteht, so ein Slush Puppy. Das hast du im Auto jetzt stehen lassen? Ja, ich habe es halb getrunken und dann, als ich wieder zurück hierher kam, dann habe ich leider im Auto vergessen. Das Auto war dann schon so weit weg. Das heißt, wenn ich nachher zum Auto komme, dann ist es schön warm. Das zerfällt doch dann auch so, oder? Ja, ja, dann habe ich halt noch so einen Schluck warme Zitrusplörre. Ja. Ah, und hier muss man dann auch koordinieren. Nein! Ich kann doch nicht. Warte mal, ich kann aber auch da oben hochspringen. Warum war der zweite Jump jetzt nicht da? Boah, Sarah, du... Dich habe ich gefressen. Sarah wirkt auch so recht unsympathisch. Ja, irgendwie ist die wirr. Und nicht auf die sympathische Art und Weise wirr. Ja. Aber das ist, glaube ich, der richtige Weg. Rede ich mir jetzt erfolgreich ein. Ja, wenn man es denn vom Timing schafft. Aber da hat man genug Zeit, sich da auf der Mittelplattform nochmal neu zu orientieren. Ist ja so wichtig im Leben, dass man sich auch mal neu orientiert. Ist es so? Ja, hab ich gehört. Ja. Jawoll! Boah. Mann, oh Mann. Das hat viel zu lange gedauert. Jetzt wäre wieder was mit Denken gut. Sarah wondered at the possibilities of the outer world. She had heard legends of a third dimension. Perhaps she'd encounter one of those curves the blind square had spoken of. Oh. Die alte Geschichte mit der Welt aus der Sicht der zweidimensionalen Objekte. Es gibt auf jeden Fall noch eine, auch einen Blinden. Mal sehen, ob das am Ende nicht doch der Sehende ist. So. Zack. Zack. Das war jetzt wieder eher machbar, gell? Schon komisch. Ja. Aber extrem. Strange. Ach nee. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, geil. Vorschläge? Nee. Jetzt dann wieder, gerade sagen wir noch, ja, das war ja machbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jedes Mal diesen Haken springen muss. A single jump each? These were truly weak creatures.
They possess heart, though. Sarah might consider taking them with her. If they were up to it, which they were probably not. Vor allem, hier so springe, dann ist kein zweiter Sprung da. Ja. Warum? Nee, glaube ich nicht, dass es so geht. Ja, aber wie denn dann? Tja. Du kannst doch nicht Thomas als irgendein... Ja, genau. Ja, aber was bringt mir das? Ein bisschen was, aber nichts. Komm halt in die zweite Reihe. Ja. Aber wir sind ja nicht beim ZDF. Also, das hilft gar nichts. Das Blöde ist, ich denke auch gerade irgendwie total komisch, dadurch, dass oben der andere ist, dass ich immer noch so denke, ich kann mich ja fallen lassen mit der anderen Figur. Warte mal. So kann man immer irgendwie in zwei. Das erinnert mich irgendwie an so ein Bubble-Bobble-Level, aber ich frage mich nicht, warum. Vielleicht, weil es so ähnlich aussieht. Und mit Grün und Rot und diesen drei Balken da drin. Hast du mal Bubble-Bobble gespielt früher? Nee. Auch da war super. Ich... Das war wahrscheinlich so ein West-Ding. Das war halt so ein wir hatten sonst nichts Ding. Okay, wir hatten schon noch was anderes. Ja, also. Ja! Und nochmal! Ja! Und nochmal! Jawohl, geht doch! Warum klappt das jetzt auf einmal so total problemlos? Weil ich dich mit irgendwelchen Westspielen ablenke und du mir deswegen irgendwas beweisen willst. Und jetzt geht's ja. Ist ja komisch. Also, das ist jetzt wirklich merkwürdig. Ja, manchmal läuft's halt. Strange. But stranger things happened. Ich werde schreien, wenn ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe mit Thomas da unten. Nee, nee, okay. Du kommst jetzt ganz dass normal. Ich den anderen noch bräuchte, um da hochzukommen oder so. Na gut, okay, ich hätte ja die Tasten schon gedrückt. Und theoretisch, wenn es mit Thomas geht, muss es ja mit Sarah auch gehen immer. Ja. James steht noch nicht am rechten Fleck. Ach so, ja klar. James. Also wirklich. James? Was ist denn das da? Das ist zwei Dinge in einem. Zwei Portale und gleichzeitig ein Safe-Punkt. They were close. Ach so. Sarah, sense the presence of the fountain. Just one more portal to go. And then she would have the knowledge. Welcher Fountain? Escape! Huh. Okay. Wie soll denn das gehen? Kannst du James irgendwie so als Bremse einsetzen? Meinst du, muss man auch mit Thomas um die Ecke springen? Nee, geht ja nicht. Thomas kann ja nur einen Sprung machen. Ja, so. Ja, aber so meinst du. Oh, fuck. Also nur ganz knapp. Ja, genau. Und jetzt kannst du die beiden nämlich so hin und her schieben. Und bestimmt musst du die jetzt ein bisschen unten platzieren und mit Sarah auf den beiden landen und die erst nach drüben bringen. Ja, beinahe. Genau. Du kannst, wenn du jetzt mit James...
Ja, oder so. Wenn ich mit James, was wolltest du machen? Wenn du mit dem leicht ein bisschen springst, dann verschiebt sich das ganze Ding ein bisschen nach unten. Stimmt, das muss ich auch machen, weil sonst... Genau. Das ist schon immer cool, wenn das so aufgeht. Oh, The Fountain. Das sieht ja vielversprechend aus. That list he'd been writing seemed pretty petty now. This? Well, this was all knowledge. All of it. Right in front of him. Das ist ja genau Thomas sein Ding. Sorry, Sarah couldn't step into it too. He could tell she felt the same way. From the shouting. And the screaming. Das sind lauter Bilder von Leuten. Wie cool. Sehr nett. Mal sehen, wie Sarah ausrastet, wenn sie jetzt schon so wild ist, wenn wir da reingehen. Ja. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht's gut, tschüss.